Ye porasa javandi quod legestaya andandi. Andreas Goldemann ist intuitiver und Klangheiler und er kann mit seiner Stimme unglaublich viel bewirken für die Menschen, die sich in seine Hände vertrauensvoll begeben. Und er hat einen neuen Kurs rausgebracht, der heißt Karma verstehen und heilen. Und ich freue mich sehr, dass wir nach langer Zeit endlich mal wieder ein Gespräch führen. Und so sage ich Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas. Ja, hallo Tanja, ich freue mich auch. Ist wirklich schon eine Weile her, einige Jahre. Das ist tatsächlich Jahre her. Ja, du hast ja gesagt, dein neuer Kurs ist völlig anders als das, was man bisher von dir kennt. Es ist dein wichtigster Kurs. Warum eigentlich? Naja, man muss es mal so sehen, wenn es um Mechanismen geht, die uns von unserer Entwicklung oder von unseren Möglichkeiten fernhalten, dann ist es wichtig, dass wir diese Mechanismen erkennen und dann entsprechend lösen. Und wenn es um Karma geht, dann ist es eins der meist missverstandenen Sachen oder Prinzipien, die wirken auf uns, von denen wir ja keine Ahnung haben. Man muss das ganze Ding jetzt also über die Jahre hinweg wirklich richtig gehend angeguckt, um Lösungen zu finden und das Ganze auch zu verstehen. Warum erlebe ich, dass ich immer wieder betrogen werde? Warum erlebe ich, dass ich immer wieder geschäftlich auf die Nase falle? Oder warum habe ich das ein oder andere körperliche Problem, das ich nicht über normale Wege lösen kann? Ich habe ja wirklich in der Vergangenheit Kurse gemacht, die extrem gut funktionieren, wenn Sachen über Emotionen eingespeichert worden sind in diesem Leben oder über Programmierung, Konditionierung. Und zurück zum Ursprung, das weißt du noch, das ist ein Kurs, der sorgt dafür, dass ich durch meine Emotionen durchgehe und schaue, dass ich sie löse, sodass sie auf meinen Körper keinen Einfluss mehr haben, auf mein Bewusstsein keinen Einfluss mehr haben und auf meine Handlungen, die ich begehe. Das ist etwas, das kann ich sehr leicht lösen. Das ist einfach nur über Ton und Stimme etwas, was ich aus dem Feld herausnehmen kann. Wenn es aber um Sachen geht, die tiefer gehen, die trotzdem noch da sind, dann muss ich mich ja mal wirklich zurücksetzen und sagen, okay, jetzt habe ich meine Emotionen gelöst, jetzt habe ich meine Programmierung, meine Konditionierung gelöst, meine Glaubenssätze verändert. Und trotzdem hänge ich in etwas fest. Es kommt mir vor wie ein Gummiband oder eine Wiederholungsschlaufe, die mich immer wieder mit derselben Situation konfrontiert. Und ich finde mich dort in dieser Situation zum Beispiel jetzt mal als Opfer. Da gibt es noch andere Archetypen im Karma, in den Karma-Zyklen. Finde mich immer wieder als Opfer. Und woran hängt es denn jetzt wirklich? Und so ging es mir auch. Ich meine, jetzt mache ich seit 26 Jahren Energiearbeit. Wow, ja. Ich bin seit 26 Jahren ja auch als intuitiv tätig, helfe Menschen, dass es ihnen richtig gut geht. Aber ich habe auch meine Herausforderungen gehabt. Nämlich, dass ich immer wieder zum Beispiel Fremdenergie angedockt habe oder ich etwas mitgenommen habe von den Teilnehmern, von den Klienten, mit denen ich gearbeitet habe. Mhm. Und das fand ich mega anstrengend. Und ich hatte immer das Gefühl, mein Energiefeld ist nicht resilient, also nicht kraftvoll genug, um diesen Stress abzuhalten. Und ich habe keine Erklärung dafür gefunden. Mhm. Habe mit vielen Kollegen gearbeitet, also wirklich mit, ja, 20, 30 Kollegen, ich weiß nicht mehr wie viele über die Jahre, wo wir geguckt haben, haben uns das betrachtet und deren Erklärungsprinzipien waren okay, aber es kam zu keiner Lösung. Also spätestens ein Vierteljahr später ging das wieder los. Und dann sagst du irgendwann, verflixt nochmal, dann muss es doch irgendwo was anderes geben. Warum hänge ich in dieser Opferschlaufe fest, dass es mich immer wieder greift? Und dann bin ich über einen werten Kollegen aufmerksam geworden auf das Thema primäre Täterinkarnation. Okay. Das heißt, unsere Seele hat einen bestimmten Anspruch, wenn es, und jetzt wird es krass, und das muss man wirklich, wirklich verdauen können, was ich jetzt sage. Also das ist kein einfaches Thema, muss man ganz klar sagen. Unsere Seele hat das Bedürfnis, eine bestimmte Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Es geht nicht darum, dass ich etwas abarbeite, sondern im Karma-Bereich geht es darum, dass ich zum Beispiel als Täter gewirkt habe
Und die Seele sagt, ja, okay, jetzt habe ich als Täter gewirkt. Jetzt will ich aber noch wissen, wie fühlt sich das als Opfer an? Wie fühlt sich das als Zeuge an? Wie fühlt sich das an, wenn ich Buße dafür tue? Wie fühlt sich das an, wenn ich anderen helfe, aus der Situation rauszukommen? Also Retter, Büßer, Opfer, Täter, Zeugeninkarnationen sind dann meistens unterwegs in uns, wo wir dasselbe Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten, um uns zu vervollständigen. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich es abarbeite. Ich muss es nicht mal abarbeiten. Ich muss es nur begreifen, wo ich mich gerade befinde und wie ich integriere. Und dann löst sich das Thema auf im Leben. Ja, wenn aber ich genau. In der Lage bin, entschuldige ganz kurz noch, ja. Wenn ich in der Lage bin, mir die Information abzurufen, dass ich eben in einer bestimmten Position war. Nur, und jetzt ist das Krasse, ich muss nicht in einer Täterinkarnation gewesen sein, um hernach ein Opfer zu werden. Es kann sein, ich war nur Zeuge. Und die Zeugenseele zu dem Zeitpunkt sagt, ah, okay, das ist da passiert. Wie fühlt sich das denn an? Ja. Und das ist sowas von, grundsätzlich, sollte ich gerade sagen, ist ein Kunstwort von mir, grundsätzlich, prinzipiell, so etwas von pervers, wenn man sich's richtig überlegt. Auf der anderen Seite aber auch verständlich, weil die Seele nimmt Informationen einfach wahr. Sie nimmt die wertet die nicht. Die sagt nicht, das ist gut, das ist schlecht. Sondern diese Bewertung, die findet in den niederen Energiekörpern statt. Hauptsächlich im Mentalkörper und im Emotional- oder Astralkörper, das ist derselbe. In den Bereichen findet das statt. Und das geht so tief, dass wir glauben, das ist ein Seelenschmerz. Ist es aber nicht, sondern er blockiert den Energiefluss, dieser Schmerz blockiert den Energiefluss und wir kommen nicht mehr in diese Kommunikation, in diese freie Kommunikation mit der Seele rein. Und dann sind wir in der tiefen Verzweiflung, die uns nicht die Möglichkeit gibt, uns überhaupt rauszulösen. Und deswegen haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, okay, ich gucke mir dieses Ding an mit mir selber, habe Selbstversuche gemacht bis zum Gehtnichtmehr, ich habe wirklich Themen abgearbeitet und merke, dass ich heute mich in einem komplett anderen Zustand befinde, der für mich vorher nicht mal vorstellbar denkbar gewesen wäre. Und deswegen ist das für mich mein wichtigster Kurs, wenn du mich fragst. Ja, absolut. Und das ist ja das, du hast es ja vorher schon angesprochen, das ist ja eine völlig andere Sichtweise, als man das normalerweise so kennt, weil dann, wenn man so, ja, das Thema googelt oder wie auch immer, dann kommt man ja dann zu Videos wie auch immer oder Büchern oder wo man dann den Eindruck hat, okay, ich habe in einem anderen Leben was Schlimmes angestellt und muss jetzt dafür büßen und habe auch keine Chance, hier rauszukommen. Also ich muss das, na, ich kann mich, ich muss es quasi erleben und ich muss es abarbeiten, ich muss dafür büßen. Und du sagst aber, nein, das ist lösbar. Und deswegen sagst du auch, dass dieser Kurs wirklich dein aller wichtigster Kurs ist. Und inwiefern unterscheidet er sich denn jetzt wirklich von den anderen Kursen, die man von dir kennt? Naja, also wir müssen erstmal ganz kurz auf den Lösungsweg eingehen, was passiert. Ne? Wenn ich erkenne, wo ich in dieser Zeugen, Täter, was auch immer Inkarnation war, die das Ganze mit verursacht hat, dann kann ich diese Information in mich integrieren. Vorher ist sie separiert von mir. Und das ist der Unterschied zu den anderen Kursen. Vorher haben wir aus dem Ich heraus gearbeitet mit dem, was da ist. Jetzt habe ich eine Information, die außerhalb von mir ist. Die muss ich nehmen und muss sie befriedet, wirklich tiefgehend befriedet, weil wenn ich heute in einer primären Täterinkarnation war und ich habe was angestellt oder ich habe etwas verursacht, was wirklich tragisch war und das geht bis in Tod, Mord und so weiter, solche Bereiche zum Teil mit hinein, dann geht es darum, dass ich wirklich demütigst, nicht nur aus dem Verstand heraus, sondern mit offenstem Herzen mich vollkommen hingebe und demütigst um Vergebung bitte einerseits und gleichzeitig die vollkommene Verantwortung dafür übernehme und dann auch in die Selbstvergebung hineinkommen kann, weil die ist auch notwendig, sonst funktioniert es nicht. Und dann merke ich, wie sich plötzlich alles löst. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt drüber spreche, passiert etwas. Spür mal rein, was da passiert. Ja, ja. Weil du merkst auch, der Raum verändert sich in dem Augenblick, ja, wo ich diese vier Faktoren anspreche. Ja. Und
Und das ist eben der Unterschied, wenn wir die Kurse betrachten, die wir sonst gemacht haben, gehen wir an die Themen ran, die innen sind, die verändern wir, um etwas in uns selbst und auch im Außen zu verändern. Und das ist vollkommen richtig zu sagen, hey, die Lösung liegt im Innen. Dadurch, dass aber eine andere Inkarnation oder das Karma eher von außen betrachtet wird, das ist auch innen, aber die Betrachtung, die muss sich verändern entsprechend, dass ich es erkenne, ich muss über die Herzkammer, über die fünfte Herzkammer in dieses Multiversum Ich hineinkommen und dann mich entsprechend öffnen, sodass diese Vergebung und Verantwortung stattfinden kann. Und darin liegt eine andere Lösung, da passiert etwas anderes. Mhm. Weil ich dadurch Wissen, dass ich durch den sogenannten Schleier des Vergessens, das ist ein Zustand, durch den wir durchgehen zwischen unseren Inkarnationen, wieder in mich hineinhebe und mich vervollständige. Auch in meinem Ego-Bewusstsein oder in meinem Individualbewusstsein, das außerhalb der Seele jetzt ist, im Mentalkörper und im Emotionalkörper, fange ich an, hier Sachen tiefer zu verankern im Verständnis. Und ich entwickle ein komplett neues Verständnis für mich. Wir haben mit dem Verständnis vorher schon gearbeitet, aber es war nicht greifbar. Es ist so schwierig. Ich meine, es ist ja nur wirklich so, unsere Kurse haben echt mega Erfolg. Wir haben Zehntausenden Menschen geholfen mit den Seminaren. Und wenn etwas hier verankert ist, dann ist es nicht das Problem, das ist relativ, relativ leicht. Nur wenn es dann halt tiefer geht, dann fehlt meistens die Information. Die kriegen wir jetzt raus und das ist das, was so toll ist. Und da muss aber der Einzelne mithelfen. Ja, okay. Aha. Also das ist jetzt nicht etwas, wo du quasi löst für die anderen, sondern man muss wirklich mitmachen. Ne? Und heißt es jetzt, weil du gesagt hast, man muss auch erkennen, woher das kommt, heißt es, man muss wirklich auch dann sehen, was man angestellt hat, sozusagen auf anderen Ebenen, in anderen Leben. Wie kann Nicht man sich jeder das sieht. Ja. Nicht jeder sieht. Ja. Sichtigkeit oder Raumebenen aufzumachen oder Metapherebene aufzumachen, ist Übung. Das kann jeder lernen, ja, aber das ist eine Übungsgeschichte. Und so fragen wir uns über Listen durch. Wir gehen über kinesiologische Listen durch. Ah ja, okay. Aha. Also das ist die Möglichkeit. Und dann, wenn man sagt, ja, ich möchte das auch noch erkennen, kann man es, wenn man seine Intuition immer weiter aufbaut, selbstverständlich auch sehen lernen. Ist meines Erachtens nicht immer notwendig. Also es ist einfach wichtig, dass ein tieferes Verständnis hineinkommt. Es wäre optimal. Wenn wir es nochmal durchleben, was ist denn damals geschehen? Wenn jetzt aber jemand ein sehr zartes Gemüt hat, dann wird er sich den Bildern verschließen. Ja, klar. Wenn jemand sagt, ja, bring it on. Also ich persönlich bin ja lange in diesem Bereich tätig, also habe ja mit luzidem Traum und außerkörperlichen Erfahrungen angefangen. Und wenn es dann darum geht, dass man Inkarnationen betrachtet, ja, dann gab es da Inkarnationen, die waren ganz normal. Da hat man halt als Bauer irgendwas gemacht auf dem Feld. Und einfach gelebt. Dann gab es welche, wo man auch als Krieger unterwegs war, als Kämpfer, manchmal nett oder verteidigend, manchmal erobernd, eindringend, was nicht so nett ist. Aber wir haben alles erlebt. Wir haben als Seele so viele Erfahrungen gemacht, aber auch nicht nur hier, also auf diesem Ball Erde, sondern da ist ja mehr da. Da ist ja wirklich, ein Mensch ist ja wirklich ein multidimensionales Wesen. Und wenn wir das beginnen zu verstehen und unser Bewusstsein weiter öffnen, ja, dann kommt man schon in ein anderes Verständnis für sich selbst. Und dann fällt es natürlich auch leichter, sich selbst zu vergeben, oder? Ich muss verstehen lernen, dass alles in mir lebt. Ja. Das ist für mich das Wichtigste, weil erst dann kann ich auch wirklich in Frieden dieses Leben leben und gleichzeitig aber auch, wenn heute mal der Tod ansteht, in Frieden gehen. Weil wenn ich einen Teil von mir ablehne und nicht für gut befinde, dann ist auch schon der Blick in den Spiegel schwierig. Ja klar, kann das dann dazu führen, dass ich dann tatsächlich mit dieser unerlösten Aufgabe, mich quasi selbst zu erkennen, auch mit dem, was ich in Inkarnationen
getan habe oder gerade tue, dass man dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Wiederholungsschlaufe spielt wahrscheinlich. Ja. Ja, genau, dass man dann quasi mit derselben Aufgabe wieder konfrontiert ist in einer Kann dir anderen Form. passieren. Kann dir passieren. Kann auch sein, du triffst dieselben Leute, bloß in einer anderen Form. Ja, genau. Wir sind ja eh in Lerngruppen unterwegs. Ist eine relativ, ja, bizarre Geschichte, dass wir uns immer wieder verabreden. Und das müssen wir halt auch verstehen lernen, dass wenn wir in einer Opferinkarnation sind, dass wir einen Täter oder einen Peiniger haben und das eine Verabredung ist. Ja. Und derjenige seinen Deal einhält für diese Verabredung. Und da wird es natürlich, wenn es um Gewaltverbrechen geht, wenn es um Vergewaltigung geht, um größten Schmerz geht, wird es sehr, sehr, sehr bizarr. Weil das würde ja heißen, ich habe das mit ausgelöst. Das ist eine Vereinbarung, die hier läuft. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit für die meisten, das Ja, tatsächlich verständlich. anzunehmen, ne? Ja. Absolut verständlich. Aber auch hier müssen wir ganz klar sagen, es gibt Menschen, die fangen ein karmisches Prinzip in der Opferposition an. Und dann, das spürt man aber. Ich meine, während der Individualarbeit, die ich früher gemacht habe, habe ja 20 Jahre Individualarbeit gemacht und solche Fälle gehabt, Menschen bei mir gehabt, die wirklich zutiefst verletzt waren aufgrund von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen und sonstigem. Und es gab da so zweierlei Linien, könnte man sagen. Da ist die eine Person, die vollkommen weggeblasen ist, zutiefst verletzt und wirklich, wirklich im Prinzip leidet das ganze Leben an dieser Situation, und das sind meistens Erstopfer. Ja. Und dann sind die anderen, die so eine Wut haben, so einen wirklich inneren Widerstand auch gegen das Außen dann entwickeln, die meistens karmisch in den Themen drin waren. Das ist nur eine Erfahrung von mir, ne? Ich habe so meine innere geistige Strichliste, die ich immer gemacht habe, und die hat sich dann halt echt, ja, irgendwo mal signifikant in der Beobachtung ergeben, dieses Ergebnis, wo man sagen kann, ah, guck mal, hier ist jemand, der ist Erstopfer, und hier ist jemand, der gerade als Opfer aufgrund seiner primären Täterinkarnation jetzt gerade ein anderes Spiel spielt. Und der geht auch komplett anders damit um, der Mensch. Da ist eher ein Unverständnis für diese Situation da, gegenüber der tiefen Verletzung, die sonst auf einer Herzensebene stattfindet, auf einer emotionalen Ebene. Okay. Jetzt hast du schon anfangs ein bisschen erzählt, du selber hast ja auch deine Thematik, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man eben ja den Menschen bei ihrer Selbstheilung hilft, gewisse Erfahrungen auch selbst gemacht zu haben, damit man eben Verständnis hat, ne? Und du hast selber gesagt, du hast es eben geschafft, die Themen im Selbstversuch, denke ich mal, oder eben in Zusammenarbeit mit anderen, wie du auch erzählt hast, die Dinge für dich zu lösen. Was für ein Unterschied für dich persönlich, du hast das vorher nur angeschnitten, für dich persönlich hat es denn gemacht, und was kannst du da weitergeben, dass man einfach sagt, okay, wenn mich das Thema jetzt wirklich triggert und ich habe das Gefühl, da, ja, da hängt was, welche Motivation würdest du jetzt den anderen mitgeben, tatsächlich Ja, jetzt das deine sind ein bisschen viel Fragen. Entschuldige. Ja, ich bin dann immer, du kennst mich, ich bin dann immer so im Flow ja, okay, dann Ja. stoppe ich jetzt hier. Also grundsätzlich war für mich die wirklich wichtigste Sache damals, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass meine Resilienz im Energiefeld sich verändert. Weil immer wieder eben Sachen reinkamen und Destabilisation stattgefunden hat. Ich praktiziere ja seit Ewigkeiten auch Energieatmen oder eben auch meine Energiepraxis, die ich jeden Tag mache, um einfach gut bei mir zu sein. Und das hebt, hat gut gehoben zum Zeitpunkt. Und dann merkte ich, ah, jetzt habe ich wieder einen Einbruch, ich muss mich wieder konzentrieren, ich musste immer nachkontrollieren. Und das ist natürlich mega anstrengend über den Tag hinweg. Und irgendwann war es dann so weit, dass eben auch immer wieder mal Schmerzen damit in Verbindung standen, wo ich gemerkt habe, ah, Fremdenergie, okay. Der Schmerz ist da. Das ging dann so, wie wenn mir einer hinten das Messer reingeschoben hat, zwischen den Schulterblättern. Und das war etwas, was immer wieder kam, eben in dieser Verbindung seit Jahren. Ich sagte, hey, das geht doch nicht.
kann doch jetzt nicht schon wieder abbeten und machen und tun. Ich möchte, dass jetzt mal das Feld so dicht ist, dass Ruhe ist. Was ist da passiert? Und dann kam ich eben über den Kollegen zu dem Thema, dass ich mir das mal anschauen muss, ob ich eine primäre Täterinkarnation habe. Und ja, ich habe dann abgefragt, ich nutze hier so meine Stäbchen, ich komme sehr leicht in einen neutralen Zustand und habe mich kinesiologisch erstmal durchgefragt, bin dann in einer Inkarnation hängen geblieben, in der ich anscheinend über Leben und Tod entschieden habe. Wow. Und aus der Position und aus der gesellschaftlichen Stellung heraus auch entschieden habe. Und da sehr hart entschieden habe. Und dann bin ich eben in die Verantwortung hineingegangen. Ganz bewusst wirklich zu sagen, okay, also es tut mir wirklich leid. Also, ja. Und da hat der Verstand nichts mehr verloren. Sondern es ist wirklich etwas, wo du merkst, jetzt kommst du in der Tiefe an, die du so nicht kennst in diesen Bereichen, wenn du was intellektuell abfragst oder sonst was. Also das hat damit nichts mehr zu tun. Ja, und dann hat es mich in diese... Ich habe mir erst die Informationen geholt und dann habe ich mich in meine ja mir vertraute Position reingelegt. Ich mache dann die Kindstellung im Yoga und lege meinen Kopf auf ein Kissen, setze mich halt auf die Yogamatte, nehme meistens zwei Matten, damit es kuschelig ist und mache meine Kindposition und Kopf auf meinen Safu, auf mein Kissen. Und so gehe ich sehr schnell in Traumebenen rein, wenn ich was kurzfristig überprüfen will. Geht auch im Sitzen normal, aber da brauche ich länger. Und dann habe ich wirklich gesehen, habe ich mich in dieser Rolle wiedergefunden. Richtig gehend. Und habe erkannt, wie willkürlich ich gehandelt habe. Und mit welcher Arroganz und Ignoranz das stattgefunden hat. Und wie viel ja, Verfemdung, Fluch und Verwünschung da dran hing, an den Handlungen. Klar, die ich auf mich gezogen habe über die Inkarnation wahrscheinlich dann auch später. Und bin dadurch in die Verantwortung hinein und in die Bitte um Vergebung. Und so wie ich es empfinde, wurde sie gewährt. Und merke heute, wenn ich mich spüre, wie alles stabil ist. Das Gefühl von Stabilität war nie da. Also ich bin jemand, der mit sehr viel Kraft durchs Leben geht. Aber und sehr, ein sehr gutes Gefühl für Energetik hat und auch sich sein Energiefeld beliebig aus, raus, hoch, runter, klein, groß machen kann und so weiter. Überhaupt nicht das Thema. Nur dieses Gefühl von einer soliden, festen Wand zum Beispiel, wo eine Membran drin ist, die dafür sorgt, dass etwas Positives rein kann und etwas Negatives draußen bleibt, das war nie da. Das ist jetzt vollkommen da. Und das merke ich auch, dass seither, das ist ja jetzt schon bald ein Jahr her, dass ich damit begonnen habe, schon länger, damit zu arbeiten. Das war die erste Session, die ich gemacht habe. Das ist echt stabil, das ist super. Und das Interessante war dann noch im Nachhinein, dass ich dort lag in meiner Kindposition und das erlebt habe und ich weiß nicht, anderthalb Stunden wirklich geschluchzt und geweint habe, dass das wirklich alles. Es hat sich sehr viel gelöst und ich dann ins neurogene Zittern automatisch übergegangen bin, ohne dass ich irgendwas gesteuert habe, sonst mich hat es wirklich durchgeschüttelt. Ich habe danach auch gemerkt, wie alles leichter wurde. Also die ganzen Strukturen im Körper sehr viel besser funktionieren, viel mehr Klarheit drin ist, auch Klarheit in der Ausrichtung im Leben, wie viel lasse ich mit mir machen oder wie viel gebe ich selbst rein, diese Eigen-Selbststeuerung sehr viel besser ist. Oder eben auch die Absicht, wenn ich etwas setze und etwas in der Arbeit mache, dass der Impuls so viel schneller durchgeht und. Also da hat sich ganz viel verändert in vielen Bereichen. Wobei ich eine Praxis habe, dass ich stehe regelmäßig morgens um 6 auf. Müsste ich nicht. Mache ich gerne. Ich bin ein früher Vogel. Kann auch manchmal früher. Und dann setze ich mich hin und gucke mir ein Thema an, das ich aufgeschrieben habe. Gehe das über die Liste kurz durch. Und gehe dann in die Lösung rein. Schau mal an, ist es ein karmisches Thema? Ist es aus dem Leben? Ist es etwas, was karmisch angelegt ist? Ist es aus einem anderen Leben? Ist es inkarnativ einfach übernommen? Und gehe dann einfach in die entsprechenden Lösungen rein.
Und das ist so meine eigene Energiepraxis, die ich sehr gerne mache, weil das ist einfach selbst auch Selbsterkenntnis über sich gewinnen. Und ja, praktiziere das Ganze dann gleichzeitig in einer Verbindung mit meinem persönlichen, sag ich mal, Yoga-Programm. Ich nenne es jetzt mal Yoga-Programm. Ich mache Marco Ho, Meridian-Übungen und andere Sachen, die ich für gut empfinde, die ich mir selbst zusammengestellt habe. Und diese Praxis gleichzeitig und dann dieses tiefe Versenken in diesem Bewusstsein, was zu lösen ist, das ist einfach mega gut. Ja. Ja, erstmal danke für deine Offenheit. Ja, das war ja spürbar und vor allen Dingen auch be sehr berührend, ne? Wie du da immer noch, ja, wie es dir leid tut, ne? Und ich denke, das hilft auch den Menschen draußen eben zu sehen, ja, okay, jeder von uns, auch wenn er jetzt spirituell noch so weit ist, hatte seine Themen und vielleicht macht uns gerade das, befähigt uns gerade das dazu. Nochmal zum Verständnis vielleicht für Menschen, die von neurogenen Zittern keine Ahnung haben. Das ist quasi eine natürliche Körperreaktion auf ein traumatisches Erlebnis, ne? Die Natur, in der Natur, die Tiere zittern ja auch. Und das muss auch sein, damit das Trauma raus kann, ne? Ja, das ist Aber etwas, Trauma-Emotion setzt sich in Faszien fest und verhaftet sich dort, vor allem wenn wir es wiederholen. Sehr, sehr ja. stark. Und gerade neurogenes Zittern wurde von dem Psychologen sehr stark verwendet, die hernach mit Menschen gearbeitet haben, die Kriegstraumata hatten. Ja. Kommt aus der Kinderarbeit ursprünglich raus, aus traumatisierter Kinderarbeit, also Arbeit mit traumatisierten Kindern. Und man hat dann eben das gemerkt, hat das beobachtet bei den Tieren, dass die das rausschütteln und hat dann gemerkt, ah, der Mensch macht das eigentlich auch, aber man muss ihm den Raum zum Zittern geben. Und gerade bei Kindern kann es sehr, sehr stark helfen, wenn die gleichzeitig das Gefühl von Geborgenheit haben, Ja. das dann passieren kann. Ja. Also ist eigentlich dann die Hilfe, die, sag ich mal, bei nach einem Unfall oder wie auch immer, wenn die Helfer dann die Menschen eher ruhig stellen, anstatt sie zittern zu lassen, ist eigentlich eher kontraproduktiv, ne? Das wäre eigentlich auch schön, wenn das alle wüssten, dass es so ist, ne? Jetzt hast du eben gesagt, also Karma war dann in dem Sinne tatsächlich eine Chance für dich, ne? Weiter zu wachsen, dich weiter noch zu entfalten. Es ist auf jeden Fall für mich eine Möglichkeit, weiter bei mir anzukommen. Ja. Einerseits im Verständnis, okay, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich denn aus? Auch in meinem Seelenerleben, weil wir sind nun mal unterwegs seit Anbeginn der Zeit. Und das ist das Ding, das muss ich dazu sagen, als Lehrer für außerkörperliche Erfahrungen und luziden Traum, was ich ja früher lange gemacht habe, war es für mich am Anfang auch nicht wirklich klar verständlich sagen, okay, sterben ist nicht. Ne? Also mein Bewusstsein existiert, der Körper existiert, die zwei kommen als in einer Heirat zusammen, sind stark verbunden in dem Augenblick, wo der Körper leistungsfähig ist, ist es gut. Und wenn der nicht mehr Leistungsfähigkeit hat, dann gehen wir raus aus diesem Leben, verabschieden uns in Liebe, der Körper stirbt, wir gehen weiter. Nach einer Zeit lang entscheiden wir, wie inkarnieren wir wieder. Das ist für mich heute nicht etwas, wovon ich denke, dass es existiert, sondern etwas, dass ich weiß, dass es existiert. Einfach über die Arbeit, die wir gemacht haben in den Jahren. Und da stellt sich die Frage nicht mehr. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, über die Karma-Arbeit mich besser zu verstehen, in meiner Vollständigkeit auch, in all dem, was in mir wohnt, wiederzufinden. Man muss es richtig verstehen. Nur weil ich damals etwas entschieden habe, als ja, jemand, der Entscheidungen getroffen hat über andere Leben, heißt das nicht, dass ich das wieder tue. Ja, weil oftmals das dann kommt, ja, aber dann integrierst du ja einen Teil, der jetzt, sage ich mal grob, so ist oder böse ist oder brutal ist oder sonstiges. Der ist eh da. Der ist eh da, der ist nur verdeckt. Ich verstehe ihn nicht. Aber er ist in mir. Und so kommen wir sehr, sehr oft auch an den Punkt, wo Menschen sagen, ja, warum soll jemand kämpfen lernen? Wir sollen doch alle gut miteinander umgehen, liebevoll, achtsam sein. Ja, es geht nicht darum, dass ich kämpfen lerne, damit ich nachher jemanden verletze, sondern es geht darum, dass ich kämpfen lerne, damit ich verteidige. Damit ich dem Leben Sinn geben kann und das Gute verteidigen kann. Und das ist das, was ich aber nicht kann, wenn ich es nicht gelernt habe. Dann bin ich in der Ohnmacht.
Und das ist etwas, wo eine Vervollständigung stattfindet, die Souveränität bringt. Eine Art von Souveränität in das Leben hineinbringt, dass ich aufrecht, erhobenen Hauptes durch mein Leben gehen kann. Ohne mich mehr zu krümmen. Wir dürfen den Spruch nicht vergessen. Der edle Weise neigt sein Haupt, doch er beugt sich nicht. Ja. Und darum geht es, dass wir mit erhobenem Haupt durch unser Leben gehen können, voller Stolz und Kraft. Natürlichem Stolz und Kraft. Nicht übertrieben, nicht affektiert oder sonst was. Einfach, ich bin. Ich existiere und ich trage bei, denn wir tragen über unser Leben bei. Und das ist ja das, was die Seele hier tut in diesen karmischen Zyklen. Sie vervollständigt das Bild. Sie vervollständigt die Emotionen, die Positionen, das Verständnis. Das ist die Aufgabe der Seele. Sich immer weiter auszudehnen in allem, was existiert. Und wenn sie das tut, dann sind wir in unserer Erfüllung. Wenn sie das nicht tut, dann sitzt sie mehr oder weniger in der Ecke und wird alles tun, dass das passiert, dass wir in die Bewegung hineinkommen. Und wenn ich jetzt den Karma-Kurs betrachte und wir schieben unsere Aufmerksamkeit darauf, dann komme ich ja in das Verständnis hinein, dass ich sage, ah, okay, guck mal, hier sind verschiedene Sichtweisen zu einer bestimmten Situation. Und die kann ich alle einnehmen, wenn ich will, und dadurch über mich hinauswachsen und in meine Bewegung kommen und kann mich danach mit einem neuen Thema beschäftigen, weil das wird nicht ausbleiben. Wir werden als Seele immer wieder neue Themen heranziehen, die wir erfahren wollen. Wir wollen einfach wachsen. Vielleicht jetzt noch zum Verständnis. Die Quantenphysik sagt ja, dass das eigentlich alle Leben gleichzeitig jetzt stattfinden. Wie siehst du das? Ist das so? Ja, wenn wir von einem Multiversum sprechen, dann ist alles jetzt. Nur reden wir jetzt inkarnativ, weil wir mit unserem Verständnis eine Zeitlinie brauchen, die sagt, ah, okay, da bin ich woanders unterwegs. Aber gleich, wenn wir es richtig nehmen, können wir in die Informationen nur einsteigen, weil es jetzt stattfindet. Ja. Mhm. Aber in unserer eigenen Zeitachse, die wir brauchen zum Verständnis für unseren Gedankengut und für für unseren Intellekt, ist eine Zeitachse da. Ja, das ist ja immer die Krux, das merke ich auch immer, das zu erklären. Erstens mal gibt es für manche Dinge, die so energetisch ablaufen, keine Worte, nicht wirklich. Du musst es wirklich erfahren. Und das Zweite ist, dass der Verstand halt bei manchem einfach nicht mehr mitkommt. Ne? Das ist ja nicht, der versteht es einfach nicht. Ne? Der hat ja nur sein Konzept und deswegen auch so wichtig. Ne? Du hast ja auch gesagt, es ist so wichtig, den Kurs dann auch wirklich durchzumachen. Ne? Ja, weil normalerweise gibt es ja bei dir immer die ersten zwei Sessions quasi, kann man einfach mal schauen, liegt einem das? Wobei es liegt einem immer, ganz klar. Diesmal ist es anders. Da gibt es also auf der Landingpage dieses eine Video und da machst du auch schon was energetisch. Und was ist jetzt der Unterschied? Warum muss man es dann wirklich durchmachen? Naja, wenn ich, gut, die Masterclass, die ist freistehend. Wir haben keine freien Sessions aus dem Kurs rausgegeben, weil wir da eine Dose aufmachen, die ich nachher nicht mehr zumachen kann. Ja. Das ist eine klare Geschichte. Interessiere ich mich, sage ich, okay, ich möchte zu mir kommen, ich möchte ein Verständnis für mich entwickeln, ich möchte wirklich über mich hinauswachsen, über das, was mir bekannt ist, dann ist es gut, dann mach's. Wenn dir das aber zu gefährlich ist oder wenn du sagst, nee, mein Leben ist gut und ich will es so halten, weil das, was dir vertraut ist, dir sicher erscheint, dann ist es nicht das richtige Thema. Ja. Das müssen wir wirklich sehen. Also Statistiken sind ja gerade rausgekommen, haben ganz klar gesagt, 70% der Bevölkerung möchte Führung. Die möchte geführt werden, die will gar keine Verantwortung übernehmen, sozusagen mehr wie 70, ich glaube sogar 78. Und da sind wir bei dem Pareto-Prinzip 80-20. Ne? 20% bewegen sich selbstständig, der Rest möchte gerne, dass sie bewegt werden. Ja. Und wenn du heute zu den Menschen gehörst, die bewegt werden wollen, dann sind meine Kurse nichts für dich. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, hey, ich möchte selbstständig mein Leben steuern und ich möchte kraftvoll durch dieses Leben durchgehen, in Eigenregie,
Komplett andere Geschichte. Dann hilft dir das, in deine Kraft zu kommen. Und Einfach. diese Ausrichtung, weil du sagst, also 80%, fast 80% wollen Führung, ist ja auch letztlich eine Ja, Kon 80, circa. ja? Ist ja letztendlich auch eine Konditionierung, die uns irgendwann mal eingepflanzt wurde. Glaubst du, dass auch das was Karmisches ist? Ja, ich denke, das ist wirklich eine Entscheidung, eine karmische Entscheidung, in der Opferrolle hineinzugehen, ja. Ja. Also wenn ich mich nicht wirklich aus mir selbst raus bewege, dann muss ich machen, was das System komplett sagt. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist eine Entscheidung. Ja, auch bewusst inkarniert in den Körper und ganz klar zu sagen, ja, ich konfrontiere mich mit einer Zeitqualität. Ist echt schrill, wenn wir das überlegen. Ein Seelchen sitzt so, übertrieben gesagt, auf der Wolke und sagt, guckt da so runter in die Zeit und sagt, die Familie, da ist ja meine Freundin Hilse und diese und jener und die sind ja schon wieder da. Mit denen kann ich heute mal ein Rollenspiel machen, andersrum. Jetzt gehen wir mal in das andere Rollenspiel rein. In diese Familie inkarniere ich jetzt mal rein. Das ist die eine Sache. Die Begegnungen entscheide ich jetzt schon, was alles passiert. Und gleichzeitig bringe ich mich in diese Zeit hinein, weil diese Zeit gibt mir diese und jene Konfrontation, dass ich über mich selbst hinauswachsen kann oder dass ich eben etwas Bestimmtes lerne. Und wenn wir das so betrachten, da kommt wieder Vollmacht rein. Ich die Verantwortung für meine Inkarnation übernehme, sage, alles klar, Familie habe ich gewählt, Eltern habe ich gewählt, Begegnungen habe ich gewählt, Zeit habe ich gewählt. Und meinen Körper, in der Form, wie er da ist, in seiner Leistungsfähigkeit oder ziemlich verkrüppelt und kaputt. Ich habe gewählt. Wenn ich das mache, dann komme ich in diese Möglichkeit hinein, dass ich etwas verändere. Wenn ich sage, wow, das ist Schicksal. Und das ist ja ein interessantes Thema, ne? Weil Karma und Schicksal werden ja sehr oft miteinander verknüpft. Dabei sind das, Karma heißt Tat und Schicksal heißt Los. Das heißt, ich habe ein Los gezogen oder aufgrund einer Tat, aufgrund einer Situation, die da ist, betrachte ich entsprechend neu. Ganz großer Unterschied. Na, Schicksal ist nur wirklich, was hat, ja, dem, hat das Schicksal, hat es aber böse mit dem gemeint oder gut mit dem gemeint? Dann gebe ich meine Vollmacht komplett nach außen. Ja. Dass wir manchmal das, was wir als Schicksal sehen, als Karma erleben, das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das betrachten können. Ja, genau. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, das ganze Thema. Also ich könnte stundenlang darüber reden. Ja, ich merke es, ich auch. Ja, aber das heißt, ja, die Menschen sagen ja so langläufig, naja, Schicksal, ne? Oder ja, wenn das Schicksal es so will, dann wird schon das und das passieren oder so. Eben nicht, oder? Naja, die Sondern Hoffnung es stand hängt zuletzt, die ist auf. noch grün. Oh. Ich habe es nicht gehört. Ich war noch Sagte, am Quatschen. sagte die, Sto die Hoffnung stirbt zuletzt Ja. und die ist auch noch grün. Das ist jetzt gerade politisch unkorrekt. Ja, wir reden ja hier nicht über Politik, Gott sei Nein, Dank. nein, nein. Aber das ist ja das. Ich meine, Hoffnung ist ein gutes Ding. Das ist keine Ja. Frage. Nur, ich kann nicht warten im Ja. Leben. Ich habe keine, also ich persönlich habe keine Zeit zu warten. Ich möchte das Leben gestalten. Ich möchte, dass es Form annimmt. Manchmal hat es eine andere Form wie die, wo ich ihm geben will. Und dann kann ich gucken, ob ich mich da einbringen kann, ob ich da was verändern kann oder nicht. Aber es ist wichtig, dass ich selbst aktiv bin, weil ich will ja im Flow sein. Da soll ja was passieren. Und am Ende des Tages möchte ich mein Bestes gegeben haben und in die Spiegel gucken und sagen, ha, war gut heute, hast dein Bestes gegeben, auch wenn es nicht viel war. An dem einen Tag ist richtig viel und am anderen Tag ist ganz wenig. Aber das Beste. Und dadurch habe ich das Gefühl, ich trage was bei, was gut ist. Und lebt gleichzeitig mein Potenzial. Und das macht irgendwo glücklich innerlich. Und wir sind auf dieser Welt nicht, um unglücklich zu sein. Ja. Da, um ein Gefühl von Dankbarkeit, Glück und Zufriedenheit zu erleben. Und Liebe. Liebe, 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 Liebe überall. Auf Und alle Fälle. das geht halt nur, wenn ich mein Herz öffne, mir selbst gegenüber, dem Leben gegenüber.
und entsprechend meine Liebe einbringe und sage, ja, ich beschäftige mich mit diesen, mit mir selbst und mit dem Leben und mit diesen Themen, damit ich beginne, mich zu verstehen. Weil in der Schule lernen wir das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es zu dem Zeitpunkt, wo wir noch so in der Sturm- und Drangzeit sind, wo wir richtig raus wollen und uns selbst erleben wollen, erfahren wollen, ob das der richtige Zeitpunkt wäre. Naja, wobei es heutzutage schon auch viele Junge gibt, die schon auf dem Weg sind, ne? Also ich glaube, darf man auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass es nicht wirklich was mit dem Alter zu tun hat, in letzter Konsequenz. Eine Frage von Zeit. Ja, klar. Frage von Zeit. Wenn ich als junger Mensch, ich hätte keine Zeit, mich mit den Themen. Ich hab mir keine Zeit genommen, das kann ich klar so sagen. Ja. Keine Zeit. Nee. Ja, war uns ja dann meist auch gar nicht bewusst, ne, dass wiederkehrende Themen uns unserem Leben tatsächlich damit zu tun haben könnten. Und es vielleicht schlau wäre, dass wir uns auf den Weg machen, weil es ist ja wirklich so, bei vielen Menschen, die kommen ja erst dann in die Handlung und suchen nach Wegen, nach Auswegen, wenn wirklich der Hut brennt, ne? Also wenn es das ist, ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass es, wenn man sich auf den Weg begibt oder auch nicht, dass es tatsächlich einen Unterschied macht und dass es auch bestimmt eventuell, wie lange leben wir. Ne? Weil wenn die Seele sieht, passiert nichts in diesem Leben, lass uns lieber, neue Runde, oder? Könnte das so sein? Die neue Runde wird meistens eingeleitet von dem, ich bin nicht gut genug. Ja. Bin nichts wert. Wenn wir es heute schaffen, dass wir den Kindern, den jungen Generationen und uns selbst, egal welcher Generation, den Schmerz des Ich bin nicht genug erlebt, wenn wir schaffen, dass wir das verändern und das langfristig auch in der Gesellschaft verankern, dass jeder von uns wertvoll ist, dann haben wir das Problem nicht mehr, dass irgendjemand sagt oder jemand früh stirbt. Weil der Körper sagt irgendwann mal, hey, ich mag nicht mehr hören, dass du nicht gut bist. Ja. Dann baut er irgendwas ein. Das geht über die Energiekörper runter, geht über den Mentalkörper runter, auf den Körper innerhalb von einem Jahr. Wenn du richtig knackig was reinprogrammierst, ist wirklich, da brennt der Hut. Ja, genau. Was liegt dir noch am Herzen, Andreas? Was mir am Herzen liegt, ist, dass wir einfach grundsätzlich mehr Raum gewinnen, in uns hineinzugehen. Wir sind so abgelenkt. Es ist so viel Information da, die ganze Zeit. Und die kann ich fast nicht mehr, wenn ich nichts tue, dass ich in diese Ich-Zeit hineinkomme, die bitte nicht jetzt egozentrisch oder narzisstisch betrachtet werden soll, sondern wirklich, wirklich ein heilendes, ich nehme mir Zeit für mich ist. Dass wir dann leider aufgrund der Reizüberflutung, die da sind, eben leiden. Und ja, das verstehe ich nicht. Das, warum, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, zu uns zu kommen, dass sie oft nicht wahrgenommen werden. Und das kann nur ein Atemzug sein, hat nichts mit dem Seminar zu tun oder sonst wie, sondern wirklich dieses Bewusstsein wieder bei uns haben. Dann halt mal inne. Sei mal da, spür rein. Nimm dir einen Moment Zeit, spür rein, was fühlt sich für dich richtig an, was fühlt sich für deine Umwelt richtig an. Und finde den gemeinsamen Nenner da drin, der da ist. Und lebe ihn. Und guck, dass du in deinem Konsum von Informationen das rausholst, was dir hilft, dass du in deiner Kraft, in deiner Aufrichtung, in deinem Potenzial bist, in deiner Liebe bist, die du einbringen kannst. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich hoffe, das haben wir auch so ein bisschen hier auch darstellen können über das, was wir hier gerade besprochen haben. Dafür bin ich dir sehr dankbar, Tanja. Wunderbar, danke. Sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich immer. Ist ja auch ein, ja, für mich immer geehrt, sozusagen, ne? Also tatsächlich, und es gibt ja noch bis zum 1.9. ein Special-Angebot für die Masterclass.
Ja, wir haben noch ein Special-Angebot drauf bis zum 1.9. Also wer Lust hat, kann das noch ergreifen. Da gibt es noch ein Bonbon obendrauf. Und das können wir ja unten drunter auch knüpfen. Da kann man mal gucken gehen. Und Genau. vielleicht, wer Lust hat, die Masterclass machen, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Der Game Changer sozusagen. Okay, lieber Andreas, dann danke ich dir recht herzlich für dieses wieder mal sehr wundervolle Gespräch und kann wirklich nur allen wünschen, ja, dass sie sich auf den Weg machen. Dankeschön, Tanja. Und ja, danke an dich zu Hause für dein Dasein, für dein Zuschauen. Alles Liebe.